Hallo zusammen. Ja, stelle ich mich noch kurz vor, Michael Bauer. Ich bin technisch für die Schnittstelle verantwortlich, kümmere mich um das ganze Thema dann auch rund um die Einführung in der Kanzlei und werde Ihnen das Ganze natürlich jetzt auch live präsentieren. Gut, dann können wir eigentlich schon loslegen, würde ich sagen. So, dann Genau, dann legen legen wir wir los. los. Genau. Bauen wir Alles klar. unser Bildschirm noch aus, dann sehen Sie die Wohl vielleicht ein bisschen besser. Genau. So. Passt jetzt? Sehen wir das im Bildschirm? Perfekt. Klappt. Perfekt. Mach dein Video noch aus, dann wird's Bild größer. Ja, das ist ein guter Hinweis. So. Dann stellen Sie das noch schnell weg. Dann haben wir das auch nochmal alles. Genau. Ich war Kundensteuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer. Wo kommt das Ganze her oder woher kommt auch die Kooperation mit der DATEV? Fangen wir kurz zur Historie erzählt. Mit der DATEV arbeiten wir jetzt schon mehrere Jahre zusammen, mehr oder minder intensiv und eng. Wir haben zum Beispiel das gemeinsame Produkt DATEV Cloudbox eine Zeit lang gehostet. Wir hatten aber auch schon vor einigen Jahren eben automatisierte Sync-Clients zwischen dem alten DMS Classic auf der Superior-Basis und eben Dracoon, die da schon einen automatisierten Export ermöglicht haben. Und auf Basis dieser Erfahrungen haben wir uns dann vor 2, 2,5 Jahren dazu entschieden, gemeinsam mit der DATEV eben diese Schnittstelle Richtung DMS neu und eben auch den Austausch von Dokumenten und von Daten zwischen DMS neu und Dracoon nochmal auf ein anderes Level zu heben. Das heißt, wir können heute nicht nur Daten exportieren, wir können auch Daten importieren und synchronisieren. Und wir können auch sehr viele Funktionen in DATEV DMS zum Beispiel neu anlegen oder anzeigen lassen, genauso wie wir das eben auch in Dracoon können. Und da ist dann der große Charme oder der große Vorteil auch für die Kanzlei dabei, dass wir eben heute nicht nur digitalisieren, was ja schon seit, ja, ich sag mal, 10 Jahren betrieben wird, sondern wir können heute wahnsinnig viele Themen, die ich nenne es einfach mal lästige Administrationsarbeit sind im normalen Arbeitsalltag. Die können wir eben automatisieren. Ne? Da kommen wir in der nächsten Folie dann drauf. So, genau. Also auf der einen Seite Dokumentenaustausch. Ne? Was habe ich heute, wenn ich ein Dokument austauschen möchte? Was tue ich da mit dem Mandanten? Im Normalfall, dann schreibe ich eine E-Mail oder ich drucke mir einen Brief aus und schicke ihn per Post weg. Oder ich verschlüssel die E-Mail im besten Fall noch oder ich packe sie irgendwo in der Cloud und sage dem Mandanten dann per E-Mail Bescheid, aber übrigens, ich habe den Dokument nicht aufgelegt oder mache irgendwas in dieser Art. Ich muss aber alles manuell getrunken ist. Dann ist mit der Steuerkanzlei verprobt. Da waren wir dann auf einem Live-Anführungswebinar, das ist nachdem Corona ja mittlerweile ein bisschen abebbt, ist das ja auch wieder möglich. Haben eben die Zeit mitgestoppt, wie lange braucht eine Mitarbeiterin heute, um eine E-Mail zu formulieren, ein Dokument anzuhängen, das Dokument richtig rauszusuchen, und dann eben das an den Mandanten zu schicken. Wir sind auf eine Zeit gekommen zwischen 6 und 7 Minuten. Und das ist einfach viel. Ja, wenn ich mir überlege, dass ein Mitarbeiter heute um die 50 Dokumente verarbeitet am Tag, dann ist das erstmal eine Ansage. Und den Prozess können wir durch den Automatismus reduzieren irgendwo auf 30 Sekunden. Und das ist wahnsinnig viel Zeitersparnis, die der Mitarbeiter hier einfach erlebt. Dann geht auch wieder nicht so viel Zeitersparnis, natürlich auch das Thema Medien. Ich will ja im Zweifel gar nicht, dass ich mich an 95 verschiedenen Plattformen anmelden muss, da muss ich mir Passwörter merken oder muss ich speichern, wo ich mein PC, muss ich alles wieder synchronisieren. Kennen Sie wahrscheinlich alles, ja, ist auch relativ aufwendig. E-Mail-Verschlüsselung, wer kennt es nicht, geht genau in dieselbe Richtung. Und dann ist meistens gar nicht der Mitarbeiter das Hindernis, weil der hat sich irgendwas daran gewöhnt, sondern der Mandant, der dann eben irgendwelche verschlüsselten 7-Zip-Dateien runterladen muss, Passwörter drauf, dann das ganze Zeug entschlüsseln muss, dann nicht mehr entschlüsseln, sondern auch entzippen. Genau. Wenig praktikabel oder funktional. Und dann natürlich in der heutigen Zeit auch den mobilen Zugriff ins DATEV DFS oder in die DATEV-Welt oder auch alleine der Zugriff aus einem iOS-Device. Ja, also jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt ein MacBook benutze oder ein Tablet, ein iPad, gerade die neuen 12,9 Zoll, die werden schon relativ häufig auch auf Konferenzen oder bei Mandanten oder auch im Gericht benutzt.
komme ich aber eben nicht an meine Dokumente und eher mit. Und das war ein Punkt, den wir ebenfalls gehoben haben, wo wir gesagt haben, das macht ja durchaus Sinn. Und wir können daher diese die Dokumente, die ich heute in DMS, wo ich sage, okay, die wären mir wichtig, die möchte ich jetzt exportieren, die möchte ich in meiner Cloud haben, die können wir eben auch einfach nahtlos auf dem DMS darstellen. Und natürlich, wovon ja jeder schon länger weg will, ganz klar, der papiergebundene Prozess. Wie sieht es dann aufgeschlüsselt nochmal aus? Ich habe ein Mandantenportal. Wichtig, ja, wo kriegt der Mandant seine Infos her? Wo liegen die Belege? Wo liegen die Dokumente? Und von welchem Portal aus wird er auch informiert, wenn was Neues da ist, damit sie es nicht tun müssen? Wir haben die Synchronisation eben mit DATEV DMS. Das geht nämlich um Zeitersparnis, Medien, hochfrei. Die ganzen Sachen, das heißt, ich kann nur im DMS arbeiten und alle Aufgaben auch erledigen, die im Portal passieren müssen. Möchte mobiles DMS. Das bedeutet, ich kann von überall mit jedem Device auf meine Daten zugreifen. Und dann geht es nochmal Richtung Mail-Verschlüsselung. Wie kann ich, wenn ich dann doch noch eine Mail schreiben muss, zum Beispiel an eine Wirtschaftsprüfer, an irgendeinen Externen, an einen Anwalt, wie kann ich da einfach Mails verschlüsseln? Das können wir über ein Outlook-Plugin lösen, wo die Anhänge dann eben als Download-Link dargestellt wird, auch theoretisch über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann haben wir das Thema digitale Signatur. In der digitalen Signatur greifen wir auf den Partner SC-File zurück, der ja identisch mit dem DATEV DMS verknüpft ist, wie wir es heute sind. Und damit natürlich dann genau den gleichen Komfortfaktor eben wieder medienfrei etc. pp. Durchführen kann. Dann haben wir noch den Sync-Client in Richtung Microsoft Teams. Der funktioniert identisch wie in der Auto-Client, wo ich heute dann auf Daten in Teams zugreifen kann, ohne mich irgendwo anders immer anmelden zu müssen. Das gleiche gilt mit der Archivierung, dass ich dort, wenn ich Daten abgelegt habe, natürlich genauso revisionssicher und sauber abgelegt habe, wie ich das eben heute aus der Datenumgebung auch kenne. So würde es um die Seite aussehen. Sie sehen hier, ES-Share, Ebner und Stolz ist es. Da sieht man auch, man kann es komplett aufeinander branden. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Systemansicht gehen, übergebe ich eigentlich gleich schon an den Michael. Warum? Der kann uns das dann nochmal viel besser zeigen, weil er es ja gerade im Live-System auch vorstellen kann. So, jetzt bitte mir genau. Wunderbar. Sehr schön. Wunderbar. Ich hoffe, man sieht meinen DATEV-Arbeitsplatz, meinen Terminal-Server. Ja, wunderbar. Live und in Farbe. Genau, wunderbar. Der Jens hat das vorher eigentlich schon ganz schön und kurz erklärt. Wir wollen mit diesem ganzen Prozess der Kanzlei natürlich Arbeit sparen und Zeit sparen. Wie funktioniert das Ganze? Wir lassen Sie natürlich bei der Einrichtung mit dem ganzen Thema nicht alleine. Wir unterstützen Sie, wir kontrollieren natürlich, wie ist es in Ihrer Kanzlei am besten umzusetzen. Und am Ende gibt es natürlich auch noch eine kleine Mitarbeiterschulung. Bei dem Thema möchte ich einfach anfangen. Die Mitarbeiterschulung ist eigentlich relativ kurz. Warum? Wir versuchen, Ihre Mitarbeiter natürlich im DATEV DMS zu lassen. Es gibt keine Plattform, die Sie parallel bedienen müssen, sondern Ihre Kanzleimitarbeiter bleiben wirklich einzig und allein im DATEV DMS. Möchte ich als Mitarbeiter ein Dokument online bereitstellen, ist es eigentlich relativ einfach. Ich ändere den Status in meinem Fall auf Export. Ich kann natürlich genauso Office-Dokumente, strukturierte Elemente oder sonstige Sachen einfach nur den Status Export geben und diese Daten werden vollautomatisch exportiert. Ich lasse mal schnell die Schnittstelle laufen. Die Schnittstelle würde auf Ihrem Server laufen, das heißt entweder bei Geiger in der ASP Cloud oder on-premise auf Ihrem Server. Genutzt wird die DATEV Connect und die DATEV Connect Dokumentenmanagement Schnittstelle. In Verbindung natürlich mit einer DMS-Lizenz, dass wir die Daten auch erfolgreich exportieren können. Die Schnittstelle kontrolliert jetzt anhand des Statis, welche Dokumente stehen auf Export und welche Dokumente möchte ich dem Mandant jetzt bereitstellen. Wir schauen mal, die Schnittstelle müsste in der Theorie schon durch sein. Wir sehen, der Status des Dokuments hat sich jetzt auf Dracoon geändert. Die Benamung der Statis können Sie natürlich frei wählen. Das sind einfach Statis, die wir mit Ihnen zusammen im DMS anlegen, die frei gewählt werden können. Aber in dem Moment, wo sich dieser Status hier natürlich geändert hat, kann ich auch sicher sein, das Dokument liegt online.
Wir hatten vorher das Thema Branding. Natürlich können Sie die ganze Oberfläche komplett in Ihrem Design branden. Das heißt, auch der Link oben, über den ich die Seite aufrufe, kann komplett in Ihrem Design gebrandet werden. Wenn ich mal hier in meinen Mandantenbereich online reinschaue, ist die Struktur einfach relativ einfach aufgebaut. Wir wollen vermeiden, dass wir natürlich komplizierte Parallelplattformen dem Mandanten bereitstellen, sondern dass es eine einfache Ablagestruktur ist. Ich hätte aber jetzt die Ansicht, die ein Kanzleipartner oder wahrscheinlich auch ein Administrator hat, denn ich sehe alle Mandanten, die ich online angelegt habe. Wenn wir jetzt mal schauen, ich habe für meinen Mandanten Sommer Alissa die Daten exportiert und wir sehen hier eine Ordnerstruktur. Diese Ordnerstruktur ist natürlich nicht erfunden oder ich muss diese Ordnerstruktur händisch anlegen. Wir lesen 1:1 aus den Bereichen, aus dem Dativ-DMS, Ihre Ablagestruktur aus und legen die Dokumente online 1:1 ab, wie sie auch im DMS abgelegt sind. Das heißt, wenn ich hier meinen Mandantenbereich öffne, sehen wir diese ganzen Ordner, die ich natürlich hier online auch zur Verfügung habe. Jetzt schauen wir mal, was ist denn mit dem Dokument passiert. Ich schaue mal, hat den Status Dracoon. Ich habe mir schon wieder nicht gemerkt, wo habe ich es denn abgelegt. Aber kein Problem. Auch wenn Ihr Mitarbeiter mit einem Mandanten im Gespräch ist, kann ich natürlich sagen, Mensch, dein Dokument liegt in dem Ordner betriebliche Steuern und Korrespondenz. Ich gehe mal online, ich gehe in die betrieblichen Steuern, ich gehe in die Korrespondenz und wir sehen, hier ist vor 2 Minuten ein Dokument entstanden. Wir führen auch online die Dokumentennummer mit, wenn wir es mal einmal kurz vergleichen wollen. Das heißt, die Dokumentennummer, die ich im DMS habe, steht online auch zur Verfügung und der Mandant kann natürlich einfach aufs Dokument klicken und das Dokument öffnen. Natürlich bekommt der Mandant auch eine E-Mail. Das heißt, immer wenn Sie dem Mandanten ein Dokument bereitstellen, bekommt der Mandant eine E-Mail, in der drin steht, dass die Kanzlei ein Dokument bereitgestellt hat. Haben wir hier irgendwo mal so ein Beispiel, genau. So würden die E-Mails ausschauen. Er kann natürlich dann einfach auf diesen Link klicken und das Dokument öffnen. Natürlich lösen wir auch ein wenig das Problem, auch Ihre Mandanten haben natürlich das Problem, wie kann ich meiner Kanzlei datenschutzkonform Dokumente zur Verfügung stellen? Ich muss mir als Mandant jetzt nicht überlegen, wie verschlüssel ich die E-Mail, mache ich es in ein gezipptes, kennwortgeschütztes File oder wie kann ich meiner Kanzlei die Daten zur Verfügung stellen? Ich muss auch nicht mehr mit dem Mandanten irgendwelche Schriftstücke fertigstellen, dass ich unverschlüsselt senden darf, sondern ab jetzt kann ich einfach datenschutzkonform Daten austauschen. Ich habe hier einfach mal so ein Beispiel, der Ordner Posteingang habe ich mal angelegt. Das ist einfach sprechend, dann kennen sich die Kanzleien schön aus. In dem Ordner Posteingang, der natürlich auch, wenn wir hier mal schauen, aus dem DMS herauskommt, ganz klar, lege ich jetzt als Mandant einfach mal Daten ab. Ich schnappe mir hier 2 Dokumente, sage, ich habe neue Arbeitsverträge, neue Mietverträge, neue Leasingverträge oder sonstige Sachen muss ich meiner Kanzlei zukommen lassen. Dann nehme ich einfach diese Daten, diese Verträge in Drop hier rein und ich bin als Mandant fertig. Jetzt gibt es natürlich diese Mandanten, die vielleicht sagen, Mensch, mit Online-Plattformen, das ist mir alles zu komisch und ach und immer anmelden. Wir haben auch die Möglichkeit, hier unten sieht man das in meiner Taskleiste, wir können auch dem Mandanten anbieten, dass es sich ein Laufwerk einrichtet. Das heißt, wenn ich hier in das Laufwerk reinschaue, habe ich natürlich 1:1 die gleiche Ansicht, wie ich sie auch online habe. Das Ganze erinnert natürlich jetzt an Microsoft OneDrive und das Ganze. Der große Unterschied ist natürlich, die ganzen Cloud-Daten liegen alleine in Deutschland und sind wirklich datenschutzkonform hochzertifiziert, dass Sie auch als Berufsträger diese Daten dort ablegen dürfen. Wenn wir mal schauen, ich habe hier meinen Mandanten Sommer Alissa, keine Angst, Ihr Mandant würde auch nicht alle anderen Mandanten sehen. Natürlich sieht der Mandant nur diese Daten, auf die er auch berechtigt ist. Und wenn wir mal schauen, ich habe hier den Posteingang und wir sehen, hier habe ich Dokumente bereitgestellt. Der Mandant wird jetzt natürlich sagen, hey, ich stelle meiner Kanzlei Daten zur Verfügung, indem er es einfach hier reinzieht. Oder der Mandant sagt ganz einfach, ich habe hier ein Word-Dokument, ich habe hier mal einfach eins vorbereitet. Der kann jetzt hier einfach, wenn er ein Word-Dokument hat, sagen, ich speichere mein Word-Dokument und zwar in meinem Dracoon-Laufwerk. Wie gesagt, der Mandant sieht nur den Ordner, auf den er auch berechtigt ist. Wir legen das auch gleich mal hier in den Posteingang rein und ich sage einfach speichern. Und es ist erledigt. Die Daten liegen jetzt für Sie bereit und werden natürlich dann auch ins DMS wieder importiert. Wenn wir jetzt mal noch vielleicht das Beispiel haben, ich habe im
Lohnbereich, vielleicht noch Excel-Listen, dann kann ich natürlich als Mandant auch meiner Kanzlei einfach sagen, ich habe hier eine Liste, die möchte ich mit meiner Kanzlei zusammen bearbeiten. Ich lege die auch wieder bei meinem Mandanten, also in meinem Ordner ab. Ich habe jetzt die Mandantenansicht, sage, ich bin hier im Lohn, ich habe hier eine Liste und ich sage jetzt hier einfach speichern und speichere mir das Dokument jetzt einfach in mein Laufwerk. Im Hintergrund lasse ich jetzt einfach mal die Schnittstelle nochmal laufen und die Daten verarbeiten. Die Schnittstelle würde natürlich bei Ihnen in zyklischen Abständen vollautomatisch laufen. Das heißt, da haben Sie keine Arbeit und müssen hier irgendwas machen. Diese Daten werden vollautomatisch verarbeitet. Jetzt kam vorher das Thema noch auf, was ist mit einer E-Mail-Verschlüsselung und so weiter. Natürlich haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, Sie werden sicherlich nicht jeden Mandanten in der Online-Plattform anlegen. Das heißt, es gibt vielleicht das kleine Einkommensteuermandat oder Sie müssen mal mit einer Rechtsanwalt, mit einer Bank oder mit sonstigen kommunizieren. Dann gibt es hier einmal die Möglichkeit, ich schicke eine neue E-Mail und in dieser E-Mail, wenn ich Dokumente hinzufüge, passiert eigentlich Folgendes. Es geht einzig allein darum, die Daten datenschutzkonform zu versenden. Meine Daten, die ich in eine E-Mail kopiere, werden als Link mitversendet. Warum passiert das Ganze? Ich habe nämlich hier in dem Plugin eingestellt, ich möchte bitte Anhänge automatisch in Freigaben umwandeln und mein Gegenüber das Kennwort per SMS versenden. Das macht die Telekom so, das machen inzwischen alle so. Das Thema, dass wir Online-Plattformen haben, wo ich dann mir Kennwörter wieder merken muss, dass ich dann dort meine Mails runterladen lasse, das ganze Thema fällt hier natürlich weg. Machen wir einfach mal ein Beispiel, wie geht das denn weiter? In dem Moment, wo ich die E-Mail natürlich wegsende, öffnet sich ein Dialog. Ich kann hier ein Kennwort eingeben. Ich tue es mal automatisch würfeln lassen. Kann sich natürlich eh keiner merken, sowas. Ich sage, okay, ich gebe hier einfach mal schnell die Handynummer ein. Sag okay. Jetzt werden die Daten natürlich im Hintergrund in die Plattform hochgeladen, werden mit dem Kennwort verschlüsselt und werden dem Gegenüber zugesandt. Ich habe auch schon mein Kennwort bekommen. Natürlich sehen Sie es jetzt nicht. Ich kann mein Handy nicht freigeben, aber wir sehen, die E-Mail kam an. Und ich als Gegenüber kann das Dokument einfach öffnen und ich habe zum Glück das Kennwort in die Zwischenablage kopiert und bin direkt in meinem Dokument, ohne dass ich mich irgendwo anmelden muss, weil ich einfach nur das Kennwort haben muss. Genau. Wir sehen, was gibt es denn hier noch alles von Dracoon? Das heißt, ich habe einmal die Web-App, die ich nutzen kann. Ich habe einmal das Dracoon-Laufwerk, das ich nutzen kann. Ich habe das Outlook-Plugin. Es gibt natürlich auch eine, deswegen vorher das Thema mobiles DMS, eine Applikation für Android und natürlich fürs iPhone und fürs iPad. Hier ist einfach der Vorteil, jedes Dokument, das ich auf Export setze, und es werden auch wirklich nur diese Dokumente exportiert, die ich auch explizit hier auf Export setze. Es werden keine Dokumente automatisch verarbeitet und online bereitgestellt. Schauen wir vielleicht noch mal einmal ganz kurz online in die Plattform, weil ich vorher sagte, ich muss den Mandanten berechtigen. Natürlich habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich bei meinem Mandanten sage, im Lohnbereich bitte, soll mein Mandant wirklich bitte nur Leseberechtigungen haben. Das heißt, alle Daten, die ich ihm bereitstelle, darf der Mandant nur lesen. Und im Beispiel, wenn ich hier sage, im Posteingang, da soll er mir bitte Daten bereitstellen, dann kann ich hier in den Berechtigungen sagen, hier darf der Mandant natürlich viel mehr nehmen, weil da muss er mir natürlich Daten bereitstellen. Jetzt schauen wir mal nochmal in den Posteingangsordner. Da habe ich gerade vorher die Daten reinkopiert. Man sieht, die Daten haben sich auch schon verändert. Das heißt, die Daten wurden jetzt auch schon importiert, weil jedes Dokument, das ich importiert habe, hat auch eine Dokumentennummer bekommen. Schauen wir mal nach. Ich habe ja vorher erwähnt, wir sollen nicht auf mehreren Plattformen tanzen. Wie bekommt der Kanzleimitarbeiter denn jetzt mit, dass neue Daten da sind? Ganz einfach, wir arbeiten ja hier mit Statis. Ich habe mir einen Filter angelegt, weil mein Status heißt von Dracoon. Das heißt, ich aktualisiere einfach mal meinen Filter und sehe, aha, diese Daten sind von Dracoon jetzt zurückgekommen ins DMS. Natürlich muss ich diese Daten jetzt natürlich einmal sichten, wahrscheinlich den Knicke drüber laufen lassen, dass die Beschreibung wieder sauber ist und das Dokument korrekt abgelegt wurde. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier in diesem Ordner sage, ich lege mir jetzt einen neuen Ordner an, der heißt jetzt Kontoauszüge. Ach, das war mit Schreibfehler, dann ist es authentischer.
und lege jetzt hier in diesen Ordner, lege ich mir meine 5 Kontoauszüge rein, die mir meine Kanzlei angefragt hat. Dann legen wir natürlich im DMS natürlich keine neuen Ordner an. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt die Schnittstelle läuft, legen wir damit ein strukturiertes Element an. Vielleicht, was ich auch noch schnell zeigen möchte, wenn ich jetzt über dieses Laufwerk arbeite, was wir hier gesehen haben, habe ich ja vorher im Lohnbereich eine Liste angelegt. Das war die Mappe 1. Die kann ich jetzt natürlich auch aus dem Laufwerk öffnen. Ich muss es nicht aus dem DMS öffnen. Der Mandant hat ja keinen direkten Zugriff. Ich als Mandant öffne das jetzt einfach aus dem Laufwerk und gebe hier jetzt einfach nochmal irgendwie Daten ein. Ich mache es jetzt einfach mal so, ganz egal. Ich sage jetzt nur speichern. Die Schnittstelle verarbeitet jetzt auch dieses Dokument, das der Mandant online nochmal geändert hat, und importiert mir dieses Dokument natürlich auch als revisioniertes Dokument. Schauen wir mal an. Ich habe ja vorhin einen Ordner angelegt, der hieß Kontoauszüge. Wenn ich jetzt mal aktualisiere, dann sieht man auch, mit Schreibfehler wurde eine Mappe angelegt und ich sehe, in der Dokumentenstruktur sind diese 3 Dokumente enthalten, die ich angelegt habe. Was würde ich in dem Fall natürlich jetzt machen? Ich würde hier in die Eigenschaften gehen. Kontoauszüge, wird die Beschreibung natürlich schön machen, würde vielleicht die Ablagestruktur nicht auf Posteingang machen, sondern ich lege es mal irgendwo ab, ganz egal. Und in dem Moment, wo ich das Dokument jetzt auch wieder auf Export setze, verarbeitet die Schnittstelle das Dokument. Der Status von Dracoon ist weg. Aus meiner Bearbeitungsliste ist das Dokument weg. Und es wird auch online wieder richtig korrigiert. Somit habe ich jetzt die Möglichkeit, natürlich mobil über einmal das Laufwerk als Mandant zu arbeiten. Ich habe eine Anwendung natürlich, die ich auf den Mobile Devices nutzen kann. Vielleicht auch noch was Schickes an den Mobile Devices. Ich kann mich jetzt nicht einwählen mit einem Mobile Device, aber wenn wir hier mal reinschauen, vielleicht finde ich es auf die schnelle Verwendung. Ich habe eigentlich auch in dieser Applikation, wenn wir hier mal reinschauen, dann die Möglichkeit natürlich auch, Dokumente zu scannen. Das heißt, jetzt hat der Mandant, wenn er einen Bescheid bekommt oder ein irgendein wichtiges Dokument von extern bekommt, hat er somit die Möglichkeit, das Dokument einfach mit seinem Mobile Device, mit seinem Handy, einmal mit einem Dokumentenscanner zu scannen und ihnen auf die Schnelle bereitzustellen. Der Mandant hat natürlich auch den Mehrwert, muss der Mandant jetzt vielleicht mal auf die Schnelle irgendwelche Daten für den Kredit bei der Bank zur Verfügung stellen, dann ist es natürlich auch relativ als Mandant. Der Mandant kann sich natürlich hier anmelden, sucht sich seinen Jahresabschluss raus, nimmt sein Dokument und sagt, ich möchte das Dokument freigeben. Ich kann hier immer ein Ablaufdatum festsetzen, wie lang ist der Link denn gültig. Immer das Gleiche, ich kann natürlich ein Kennwort verwenden, das Kennwort per SMS senden. Bei meinem Banker werde ich jetzt natürlich keine Handynummer haben, aber hier ist es einfach wichtig, trotzdem ein Kennwort zu verwenden und das dann einfach vielleicht mündlich im Gespräch oder dann telefonisch mitteilen. Ich erstelle einfach einen Freigabelink und schicke die Daten raus. Somit hätte ich jetzt datenschutzkonform natürlich die Daten auch meiner Kanzlei oder meiner Bank zur Verfügung gestellt und die Bank hat natürlich auch die Sicherheit dadurch, dass diese ganzen Links natürlich in meinem Branding und mit allem erfolgt sind, ist das Ganze natürlich dann auch für den Banker erkennbar, dass das wirklich von mir ein Dokument ist. So sieht das Ganze aus. Der Banker kann dann natürlich hier das Dokument einfach öffnen. Ich habe jetzt mal das Kennwort für zum Zeigen weggelassen und kann in das Dokument springen, könnte sich so runterladen und kann natürlich die Daten verarbeiten. Ja, dann gibt es natürlich, wir haben vorher auf der Webseite auch gesehen, ein kleines Plugin für Teams. Das heißt, auch innerhalb einer Teams-Konferenz könnte ich hier Daten aus der Dracoon-Plattform freigeben und meinem Gegenüber teilen, ohne dass die Daten wirklich im SharePoint in die Microsoft-Umgebung wandern, sondern diese Daten bleiben hier. Wir sehen hier auch den Punkt Dateianfragen. Hier habe ich natürlich die Möglichkeit, in der Wirtschaftsprüfung oder in sonstigen Sachen, ich brauche noch bestimmte Daten, die ich von meinem Mandant unbedingt haben möchte. Und ich will vielleicht bei dem Mandant jetzt gar nicht unbedingt eine Lizenz vergeben, sondern
ich habe in der Wirtschaftsprüfung den Gutachter, dann gehen wir vielleicht einfach mal in die Wirtschaftsberatung und ich brauche noch von dem Gutachter Daten, dann habe ich auch immer die Möglichkeit, hier Dateien anzufragen. Deswegen habe ich vorher auch erwähnt, die Schulungen sind kurz gehalten. Jedes Fenster sieht natürlich gleich aus, dass ich mich immer gleich zurechtfinde. Ich kann hier ein Kennwort wieder vergeben, das Gleiche. Ich habe hier auch die Möglichkeit, wenn ich von einem Daten anfordere, kann ich natürlich sagen, er darf mir bitte nur eine Datei bereitstellen und die Datei darf maximal eine bestimmte Größe haben. Ich sende mal einen Dateianfrage-Link raus. Ich könnte natürlich hier auch noch mehr Text und alles hinzufügen, aber es geht einfach nur um die Funktion. Wir sehen hier, ich fordere in diesem Ordner Wirtschaftsberatung Planungsrechnungen Daten an. Der Gegenüber, der die Mail bekommt, hat jetzt hier die Mail bekommen mit der Aufforderung, Dateien hochzuladen. Wenn ich einmal auf diesen Link klicke, sehe ich jetzt eine leere Struktur. Das heißt, wenn wir hier in der Planungsrechnung sind, sehe ich Dateien, die ich natürlich bei einer Dateianfrage dem Gegenüber nicht zeigen möchte. Das heißt, er sagt hier, ich muss meiner Kanzlei jetzt wieder Daten bereitstellen. Ich ziehe meine Daten hier rein und jetzt ist meine Tätigkeit schon erledigt. Ich habe Daten bereitgestellt. Wenn ich mit meinen Rechten in der Kanzlei jetzt einmal kontrolliere, sehe ich, hier sind natürlich neue Dokumente entstanden. Der Gegenüber sieht das natürlich nicht, wo ich Dateien angefragt habe. Genau. Lassen wir die Schnittstelle mal nochmal laufen. Können die Daten verarbeitet werden? Wir schauen nochmal hier rein. Wir schauen mal, hier war die Mappe 1. Wir schauen mal in die Revisionshistorie rein. Und jetzt können wir sehen, das Dokument wurde neu erstellt und es wurde nochmal abgeändert. Das heißt, diese ganzen Daten sehen Sie auch in der Revisionshistorie. Ich kann mal zeigen, ich habe andere Beispieldokumente, die ich in vielen Präsentationen immer verwende, dass man auch sieht, wie kann das Ganze denn ausschauen, wenn ich eng mit einer Kanzlei Lohnlisten austausche und hier Sachen mache, dann kann ich natürlich hier über die Revisionshistorie immer nachvollziehen, wann habe ich das Dokument bereitgestellt? Wann wurde das Dokument mir wieder hochgeladen? Wenn es hier dann vielleicht doch mal um kleine Fristen oder sowas geht, kann ich anhand der Revisionshistorie auch sehen, wann das Dokument vom Mandanten mir wieder bereitgestellt wurde. Die ganze Dracoon-Oberfläche ist natürlich, wenn wir hier nochmal in die ganzen Datenräume reingehen, natürlich auch revisionssicher. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder in meinen Lohnordner und in die Listen. Dort habe ich die meisten Dokumente, die ich öfters bearbeite. Gibt es hier einen Punkt, der heißt Papierkorb. Das heißt, über den Papierkorb kann ich auch sehen, diese Lohnliste, die ich gerade vorher aus dem DMS geöffnet habe, hat auch online eine Revision. Das heißt, ich habe online auch die Möglichkeit, ein Dokument aus einer Revision wiederherzustellen und sehe hier, dass die Lohnliste wurde 102-mal bereits verändert. Wenn wir mal einfach kurz in Online-Plattform nochmal reinschauen. Sie können hier selbstständig auch Ihr Branding anpassen, ändern. Sie können, wenn Sie bestimmte Aktionen in Ihrer Kanzlei haben, Ihr Branding oder Ihre Webseite mal ändern, auch eigenständig ganz einfach Ihr Branding ändern. Und wenn es Informationen gibt, die Sie zukünftig einfach regelmäßig brauchen, können Sie sich voll automatisch hier Berichte generieren lassen. Das heißt, wenn Sie in einem Projekt, in der Wirtschaftsberatung oder sonst irgendwo mit jemandem zusammenarbeiten, können Sie sich dort auch Berichte erstellen lassen, in denen Sie einfach abfragen, wann hat sich der Mandant eingeloggt, wann wurden die Daten bereitgestellt. Und da kann ich mir regelmäßig Berichte zustellen lassen, ob hier die Fristen eingehalten wurden. Dann war vorher ein kurzes Thema mit den ganzen Unterschriften, was der Jens noch erwähnt hat. Mit FP-Sign lehnt sich natürlich sehr an unserem Prozess an. Das heißt, hier habe ich einfach die Möglichkeit, indem ich sage, ich möchte jetzt als Berufsträger ein Dokument unterschreiben, kann ich natürlich das Dokument einfach aus dem DMS heraus zum Signieren bringen. Das heißt, die Daten werden jetzt auch aus der Dativ Connect Schnittstelle abgerufen und werden dann an die Online-Plattform übergeben. Ich hoffe, die überschneidet sich jetzt nicht mit meinem Daten-In- und Export, weil wir auf die gleiche Schnittstelle zugreifen. Das war ganz klar, natürlich. Schauen wir mal, ob wir hier durch sind. Das passiert natürlich im Echtbetrieb nicht, weil die FP-Sign-Verarbeitung findet natürlich auf dem Terminal-Server statt und die Schnittstelle läuft natürlich auf Ihrem File- oder COM-Server. Somit können sich die Schnittstellen nie in die Quere kommen.
Wir sehen, aus dem DMRC heraus wird das Dokument online übergeben. Ich kann hier eine fortgeschrittene Signatur anfügen. Ich sage, ich muss hier einfach die letzte Seite einmal unterschreiben. Ich sage, okay. Ich bestätige das Ganze und schon habe ich ein Dokument fortgeschritten unterschrieben. Jetzt warten wir kurz, bis im Hintergrund das Dokument wirklich signiert wurde, das heißt digital signiert wurde. Und in dem Moment, wo es fertig erstellt wurde, wird das Dokument auch wieder zurück ins DMS übergeben und steht mir im DMS wieder zur Verfügung. Ich aktualisiere mal das Dokument im DMS und wir sehen, das Dokument ist erfolgreich signiert worden mit FP-Sign. Diesen Status können wir natürlich jetzt gleich nutzen und im Hintergrund automatisch das Dokument wieder zu verarbeiten, um online den Mandanten gleich bereitzustellen. Das Ganze funktioniert natürlich auch anders. Das heißt, in dem Moment, wo ich jemand anderen unterschreiben lassen möchte, das heißt den Mandanten oder Sekretariat bereitet Signaturen für die Partner vor, kann ich natürlich hier auch Signaturanfragen stellen. Das heißt, wir schauen einmal in die Stammdaten nach, welche Personen sind natürliche Personen, sind einmal beim Mandanten gepflegt und wer ist der Zuständige in der Kanzlei. Hier kann ich natürlich sagen, mein Mandant und ich müssen einmal unterschreiben. Das heißt, das Sekretariat könnte sagen, der Partner und der Mandant muss einmal unterschreiben. Dokument wird wieder übergeben. Vom Vorgehen ist es eigentlich das gleiche wie vorher. Nur habe ich jetzt zwei Unterschriftenfelder, die ich natürlich einfügen muss. Nummer 1. Und Nummer 2, natürlich können Sie auch beliebig viele Seiten unterschreiben. Gar kein Thema. Sie können das an so vielen Stellen einfügen, wie Sie wollen. Und ich stelle jetzt eine Anfrage. Der Gegenüber bekommt jetzt eine E-Mail mit der Bitte darum, das Dokument auch zu unterschreiben. Und in dem Moment, wo alle unterschrieben haben, rutscht das Dokument auch vollautomatisch wieder zurück ins DMS. Ja. Ich habe das Ganze jetzt doch im Schnellgang einmal durchgemacht und bin doch vor der Zeit schon fertig und wollte einfach mal fragen, ob es denn schon Ihrerseits Fragen gibt, ob wir hier schon mal ein bisschen auf Fragen eingehen können. Oder Jens, habe ich irgendein Thema ausgelassen? Ich wollte gerade sagen, wir könnten noch ein Thema zeigen und zwar, auch wenn es immer ärgerlich ist, ja, aber es passiert ja auch das Mandanten gehen zum Beispiel. Und das ist eine Funktion, die über das Dateien teilen, was der Michael eben gezeigt hat, mit Dracoon auch deutlich verschlankt wird. Also in der Vergangenheit war es ja so, man musste dem Mandanten dann irgendwie die Daten, die man übrig bereit oder über ihn hatte, irgendwie zur Verfügung stellen, zukommen lassen. Heute geht es recht simpel. Kannst gerne mal auf Sommerliste oder wie auch immer gehen, genau. Und dann auf diese drei Punkte. Und hier kann ich einen gesamten Bereich, einen gesamten Mandatsbereich freigeben und kann damit den Mandanten für zum Beispiel für 6 Wochen, nachdem er schon gar nicht mehr auf das Portal draufkommt, weil er mit ihm als Mandant schon ausgeschieden ist, ja, kann ich ihm dann nochmal diese gesamten Daten bereitstellen. Und er kann sich das dann in das SIP runterladen und ist danach selber verantwortlich, ob er das zum Beispiel an seinen neuen Steuerberater gibt, zur Liquidierung dazulegt oder was auch immer er damit tut. Und genauso ist es auch im Rahmen der Kündigung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier reingehe und ich nehme jetzt mal irgendeinen User, ne, können wir gerne mal jetzt unternehmen, genau, dann kann ich dem auch ein Ablaufdatum geben. Das heißt, wenn der Mandant heute kündigt für in 3 Monaten zum Beispiel, dann kann ich dem heute auch schon für in 3 Monaten eigentlich gedanklich aus diesem System rauslöschen. Das heißt, alles, was wir hier tun, zielt darauf ab, dass möglichst viel, möglichst effizient, möglichst schnell erledigt werden kann und im Idealfall nachgelagert da auch nicht mehr drüber nachdenken müssen. Das gilt für die Userlöschung, das gilt für Bereitstellung von gesamten Strukturen und das gilt eben auch fürs Bereitstellen von den Dokumenten. Das Ziel, übergeordnete Ziel, ist so viel wie möglich vereinfachen, respektive dann zur Automatisierung. Das wäre es noch von meiner Seite. Jetzt wären da noch genau, Fragen, sollten welche da sein, gerne jetzt. Eine Frage haben wir schon bekommen, die kann ich mal ganz kurz vorlesen. Das ist die Frage, hallo, wie viele aktive Dateninstallationen haben Sie?
Also ich vermute mal, die Frage geht in die Richtung, wie viele aktive Kunden mit der DATEV haben Sie jetzt aktuell schon im Einsatz bei Dracoon? Vermute ich mal, wenn Ja. die Frage anders gemeint war, dann will ich den Teilnehmern das gerne mal so konkretisieren, aber ich Ja. denke mal, in die Richtung wird es gehen. Ich wollte gerade sagen, also ich kann darauf so semi-genau eingehen. Also ich kann was zur Größenordnung sagen. Also wir bewegen uns, wenn es um Legal Law Tax geht, also da zählen allerdings auch Rechtsanwälte dazu, nicht nur spezialisiert, dafür bewegen wir uns in einem vierstelligen Bereich, den wir in Deutschland abdecken. Und haben eigentlich die meisten federführenden Großen mit drin. Wenn es jetzt um die tatsächliche Dracoon-for-DATEV-Lösung geht, die wir hier heute sehen, gehen wir jetzt aber auch schon in Richtung des dreistelligen Bereichs, wo man aber auch vermerken muss, dass es dieses Produkt ja auch erst seit dem August letzten Jahres tatsächlich gibt, weil dort die Schnittstelle ja erst bereitgestellt wurde. Genau, also die Frage war, direkt wie viele Kunden Sie ja haben in Verbindung mit DATEV, aber dann ist es ja mit dem dreistelligen Bereich, denke ich, beantwortet damit. Ja, man muss ja sehen, wir haben noch viele Altkunden, ja, die noch diese Zwischenlösung hatten mit der Cloudbox oder mit dem nachgelagerten Cloudbox-Produkt. Ja, das nivelliert sich gerade. Wir haben auch noch sehr viele Umstellungen von dem normalen Dracoon auf das Dracoon von Artis, die jetzt mit den Vertragserneuerungen dann umgestellt werden. Wir haben noch einige dieser Classic-Syncs im Einsatz, die aber noch auf dem alten Produkt laufen. Ich denke mal, das wird sich dieses Jahr irgendwo alles noch halbwegs harmonisieren. Und ich glaube aber, das ist mit einem dreistelligen Bereich vom Grundsatz her nicht falsch. Okay. Vielen Dank dafür. Also auch vielen Dank schon für die Präsentation an euch beide. Genau, es sind nur die Möglichkeiten, noch Fragen zu stellen in dem Sinn. Ja, wie gesagt, das Produkt kann sehr viel, wenn man es mal versucht, oder einen Ausschnitt davon zu zeigen, in welche Richtung es geht, ob es jetzt vor der mobilen App ist, übers Handy, über den Desktop, übers DMS. Also sehr, sehr viele Wege sind da möglich. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie gerne die stellen. Wir sind jetzt ein Stück da. Falls Ihnen die Fragen im Nachgang noch kommen sollten, würden Sie auch nochmal, wie gesagt, morgen die Follow-up-Mail bekommen mit Kontaktdaten, mit der Aufzeichnung nochmal. Und da können Sie auch gerne darauf reagieren oder in dem Sinn ja, auf uns zukommen. Jetzt haben wir trotzdem noch eine Frage, was das Produkt kostet. Haben wir jetzt schon zweimal bekommen. Genau. Das kommt ein bisschen auf die Größe an. Was aber, denke ich, immer eine gute Hausnummer ist, wir haben ein Grund- oder ein Basis-Startpaket. Da sind 100 Mandantenlizenzen oder 100 Lizenzen allgemein enthalten. Da kostet die Lizenz 5,22 €. Das heißt, das Produkt würde damit dann 522 € rund im Monat kosten. Und dann logischerweise, je mehr man abnimmt, umso günstiger wird es. Genau. Weil man einfach hier nicht vergessen darf, es gibt keine Zusatzkosten. Das heißt, all diese Produkte, die wir hier gesehen haben, kann die Kanzlei nutzen, kann aber auch der Mandant nutzen. Auch der Mehrwert für den Mandant ist natürlich da. Selbst der Mandant hätte die Möglichkeit, das Outlook-Plugin mit zu installieren und dann datenschutzkonform auch Daten mit Dritten zu teilen. Und das Ganze nur über die Lizenz, die Kanzlei zur Verfügung stellt. Ich kann natürlich selbst das Icon, das ich im Outlook oben sehe, natürlich noch mit meinem Kanzleilogo branden. Der Mandant hat seine Daten mobil dabei. Das heißt, auch der Mandant hat ein 24/7-Ablagearchiv und hat somit die Möglichkeit, auf seine, je nachdem, was sie ihm bereitstellen, die Bescheide, die Jahresabschlüsse, die Rechnungen, sonstige Daten hat er 24/7 auch Zugriff und kann diese Daten immer abrufen, wenn er sie braucht. Okay, jetzt noch zwei weitere Fragen. Eine Frage ist, zahlt der Mandant auch dafür? Nein, also die 5,22 € sind tatsächlich der finale Endpreis. Was natürlich viele Kanzleien machen, ich glaube, das brauchen wir auch nicht verheimlichen, die berechnen es weiter. Ja. Also die sagen, wir selber zahlen meinetwegen 5,22 €, wir erheben eine Digitalisierungspauschale von 5 €, 6 €. Ich glaube, der Höchstwert, den ich mal gehört habe, war Richtung 10 € beieinander. Okay. Also werden eins zu eins oder werden durchgereicht Kosten in dem Sinn. Jetzt mal weitere Frage, wie wird die Einführung abgewickelt und abgerechnet? Die Einführung wird abgewickelt durch uns, also
sowohl den Herrn Bauer als auch durch mich, respektive dem Herrn Bauer Team oder mein Team, die Abwicklung oder die Installation, der Aufwand lässt sich im Normalfall in 2 bis 3 Wochen, kommt immer auf die Terminfindung vor an, ne? Also bei Geiger geht es Gott sei Dank sehr schnell, bei anderen Rechenzentrumsanbietern, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen, dauert es manchmal auch ein paar länger. Dann sind wir damit in 2 Wochen durch. Dann innerhalb dieser 2 Wochen werden aber auch schon bei Ihnen die Mitarbeiter geschult. Wir stellen Ihnen auch die Schulung dann nochmal als Video zur Verfügung und unterstützen Sie auch mit zum Beispiel weiteren Materialien zur Anschaltung von Mandanten bis zu dem, was Sie halt einfach brauchen. Ja? Oder eben auch diesen Download-Links aus dem Support-Portal, wo eben gerade der Michael auch schon gezeigt hat, wie kann ich da was installieren. Das wird dort alles mitgegeben. Und diese Einrichtung kostet einmal 2.500. Okay. Ich denke, das hat die, vielen Dank, das hat die Frage beantwortet. Jetzt haben wir noch eine, genau. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir noch eine weitere Frage, die geht zum Lizenzthema. Hallo, können dann alle Mitarbeiter der Kanzlei darauf zugreifen oder braucht man auch alle Mitarbeiterlizenzen? Ich denke, das ist eine Lizenzfrage. Genau. Also bei uns ist tatsächlich jeder, der drauf darf, benötigt eine Lizenz. Ne? Also jeder, der Zugriff hat, hat auch eine Lizenz, eine eigene, hängt einfach mit dem Thema Datenschutz zusammen. Ne? Also wenn ich jetzt heute mit einer Sammellizenz zum Beispiel vorgehen würde, dann könnte ich nicht differenzieren, wer hat in der Kanzlei Zugriff worauf. Natürlich schwierig. Also, genauso wie ich dann eine Sammellizenz an meine Hand rausgebe und sage, okay, das ist jetzt zum Beispiel die Müller GmbH. Die Müller GmbH hat jetzt einen Benutzer, der heißt Frau Müller. Statt der Frau Müller GmbH, dann kann ich ja nicht mehr differenzieren, wer ist der Lohnmitarbeiter und wer ist der, der jetzt zum Beispiel dann Rewe macht oder ähnliches. Genau. Also als Beispiel, vielleicht korrigierst du mich ganz kurz, Jens, wenn ich das falsch liebe, aber ich denke, das ist, denke ich, ganz gut dargestellt. Nehmen wir an, das ist eine Kanzlei mit 10 Mitarbeitern, die hat dieses Starterpaket mit 100 Lizenzen. Das heißt, sie hat 10 Lizenzen für die Mitarbeiter und 90 noch für die Mandate offen. Und so ist er dementsprechend lizenztechnisch berücksichtigt. Ne? Ja. Genau. Gut, dann haben wir da auch nochmal Danke für die Antwort. Wo liegt preislich dann die Mitarbeiterlizenz? Wir haben, also da vielleicht auch noch unsere Historie, wie hat sich diese Preisfindung ergeben? Also wir haben 2 Preismodelle. Eins, was ich persönlich gerne nutze, das ist dieses Consumption-Based, was ich gerade vorgestellt habe. Das heißt, da kostet alles dasselbe. Wir zahlen dort 5,22 Euro für den Mitarbeiter, genauso wie für den Mandanten. Ja, das ist immer identisch. Das macht es sehr einfach, das macht es sehr transparent. Und man muss auch in der Nachmeldung, sollte man jetzt Lizenzen mehr benötigen, nichts berücksichtigen, weil es immer das Gleiche ist. Es gibt durchaus Kanzleien, nehmen wir jetzt gerade mal als Beispiel, welche, die sehr, sehr viele Einkommenssteuermandate haben, wo das zweite Preismodell interessanter ist. Das zweite Preismodell, da gibt es eine Mitarbeiterlizenz, da gibt es eine Unternehmensmandatslizenz und eine Einkommenssteuerlizenz. Die differenzieren sich dann auch erheblich in den Preisen. Also die Mitarbeiterlizenz würde dort 10 Euro kosten. Das Unternehmensmandat liegt so bei rund 6,40 Euro, 6,50 Euro. Und dafür kostet das Einkommensteuermandat dort nur 2,35 Euro. Okay. Kann man auch machen. Mitte der Steuerkanzleien in Deutschland. Muss man aber ganz klar sehen, die fahren mit den 5,22 über alles besser. Okay, dann vielen Dank. Jetzt aktuell haben wir, also ich so, wenn es um das Thema Preise oder individuelle Präsentation geht, da können wir dementsprechend auch gerne einen Kontakt herstellen oder Präsentation, einen individuellen Präsentationstermin vereinbaren. Ich denke, das ist das Sinnvollste in dem Bereich. Aktuell haben wir jetzt keine weiteren Fragen. Wenn Sie noch Fragen haben, dürfen Sie gerne loswerden. Wir werden auf die nur auf alle eingehen oder dann nachträglich mal auf Sie zukommen. Also genau. Auch mit dem Thema Pricing nochmal. Weil klar, es ist ein Thema. Das kann man aber wirklich individuell einfach am sinnvollsten besprechen, weil man es dann eben auch anhand der Kanzleistruktur ausrichten kann. So, das, was wir heute mit den Kunden machen, dann zeigen wir beide mit Preismodelle auf, was würde was dann kosten. Und dann kann man sich eben auch hinsetzen und sagen, gut, das Modell 1, das Modell 2 oder eben das was ganz was anderes macht jetzt dann in dem Kontext. Okay. Gut. Ich denke, dann haben wir das Wort für heute. Ich bedanke mich für die Präsentation auf jeden Fall, auch für die
fürs Eingehen auf die Fragen. Und genau, kurze Information, also wir verabschieden uns jetzt mit den Webinaren in die Sommerpause. Wir haben jetzt noch 1-2 Monate der Sommerpause. Ab September starten wir wieder mit neuen Webinaren. Wie gesagt, Sie bekommen morgen die Informationen nochmal zur Verfügung gestellt. Ich danke mich bei meinem Rune, bei meinem Bauer nochmal für die Teilnahme, für die Kooperation und genau, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Dann wünsche ich allen auf jeden Fall einen schönen Nachmittag noch. Schön, dass Sie alle so zahlreich da waren und dass Sie auch die Zeit genommen haben. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao.